Doch. Ich finde es persönlich, finde ich es amüsant. So. Jetzt sind wir in Level Nummer 33. Hier gibt es keinen Schatz. Muss ich also nicht suchen. Kann ich also gemütlich durchlaufen. Oh, neue Musik. Haben wir bisher noch gar nicht gehört. Ist eigentlich dieselbe Melodie, immer nur ein bisschen anders da vorgetragen. Also schön fetzige Musik hier. Das macht doch Spaß. Ich will dich killen, ich will eine Münze aus dir haben. Ist hier was? Nein. Natürlich nicht. Weg mit dir. Ich dachte gerade, was rumpelt denn hier so? Ach so, ich bin gerade in einem Zug und der fährt gerade los. Das ist ja hier wie bei Tiny Toons 1. Passiert das genauso. Sogar grafisch sehr, sehr ähnlich. Oh, ich finde es bei Tiny Toons noch ein bisschen schöner gemacht. Obwohl das Spiel älter ist. Aber das hier ist neu hier. Können wir mit dem Wagen durch die Gegend fahren? Der Jet ist hier sehr gut. So. Anschluss. Ihr Anschlusszug von Gleis 1. Um 10.54 Uhr. Ah, oh, Mensch. Ich war unkonzentriert. Entschuldigung. Entschuldigung, ich entschuldige mich hiermit in aller Form für diesen doch sehr dummen Fail, den ich versuche wieder gut zu machen. Weg mit dir, reicht mir jetzt mehr, komischen Viecher. Ja, schwuppdiwupp. Boah, die Musik, die rockt. Ich glaube, die Musik hier, die hat das Zeug, ein Chartbreaker zu werden. Jet for me, please. Hui, Vorsicht. Aufpasse. Wie schön grazil das geht, hä? Ihr Lieben. Nein! Nicht! Angst! Nicht schon wieder einquetschen lassen. Ah, jetzt klappt's. Hübsch, 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 hübsch. So, den bezahle ich mal. Das Level kommt mir nicht sehr geheuer vor. Wer weiß, was hier noch auf mich zukommt. So, kommt nämlich noch mal so eine Etappe hier. Ah, Mann, wenn das Vieh mal ein bisschen... Nein! Gut, dass ich den Checkpoint bezahlt habe. Oi, 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 oi. Sonst würde ich mir jetzt in den Allerwertesten beißen. So, so, so. Ah, nur doofes Herz. Nicht nochmal den Fehler machen, nein, nein. Aha. I must duck me now. And I must now jumping oben hin to sammelte Münzen ein. Aha. Das ist jetzt Gold wert hier, dieser Drachenhut. Er macht nämlich die blöden Vögel kaputt. Eingang in den Waggon hinein.
wo lauter böse Kisten lagern. Ist das Level bald mal vorbei? Ja, und schon bezahlt. Cool. Hab zwar nicht viel Münzen, aber die versuche ich nochmal zu halbieren. Oh, schade, verdoppelt. Nein, natürlich nicht. Freunde, Freunde. Vorhin war es zweimal links. Diesmal natürlich nicht. Ach, der bescheißt mich doch von vorne bis hinne. Wetten, dass es falsch ist? Ich hab's gewusst. Das Spiel ist dumm. Das Spiel ist so richtig zum Aufregen. Scheiße ich jetzt drauf. Es reicht, wenn andere sich für mich aufregen, weil ich so wenig Münzen hab. ja, ein Level machen wir noch. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. So, Level 34 gibt es wieder einen Schatz. Am Ziel. Der Schatz ist im Ziel. Also kann ich erstmal gemütlich durch die Gegend spazieren gehen. Hey! Ja, gemütlich lassen wir mal weg. Das ist wieder diese Nervwolke, die mich hier mal mit Blitze attackiert. Für alle, die sich fragen, was das ist, das sind Bäume, in denen ich hier kletter. Ja, so sehen Bäume aus. Nicht das, was ihr vor eurem Fenster seht, das sind keine Bäume. So sehen Bäume aus. In Bäumen, in jedem Baum gibt es eine Gewitterwolke. Und in jedem Baum gibt es auch Münzen, das sage ich euch jetzt mal, aber nichts weiter sagen. Außerdem gibt es in jedem Baum viel Wasser, in dem man tauchen kann. Glaubt ihr mir nicht, ja? Ist aber so. Und in jedem Baum gibt es auch Türen. Und in jedem Baum fliegen seltsame Vögel rum. Ach ja. Nee. Nee. Mach mich nicht fertig. Was hier? Ah, der Checkpoint. Bitte schön. Jet. Einen Jet, das finde ich nett. Da. Ups. Da wollte ich doch gar nicht rein, Mensch. Dr. Mario. Professor. Oh, guck mal, wie er noch blinkt. Der Checkpoint. Süß. Ui. Hey, Vorsicht. Wildgewordene Kreissäge von links und von rechts. Und schon hat er mir es gezeigt. Was hier? Goodies, wie man so schön sagt. Goodies. So, jetzt seid ihr des Todes. So, und du auch. Okay, da sind wir wieder im Ziel. Weiter geht's. Hoch. Hier ist das. Rechts. Rechts gegenüber vom Ziel. Soll irgendwo der Schlüssel sein. Hier wahrscheinlich? Nein, hier war es schon. Oder war ich hier noch? Ne, hier war es noch nicht. Kommt mir alles so bekannt vor. Seltsam. Sowas nennt man dann Déjà-vu. Déjà-vu? Ui. Ist ja mal eine ganz andere Schatzkammer als bisher. In den Wolken. Und es ist eine Hand. Jetzt sollte ich es nur noch einsammeln. Ah, kann ich das nochmal aufmachen? Oh, nimm. Das war der vorletzte Schatz. Kabum. Ach, ich glaube, für die ganzen Schätze kriegen wir noch gut Geld, um uns
ein vernünftiges Häuschen kaufen zu können. Wir werden natürlich nicht die maximale Ausbeute haben, was manche wieder sehr aufregen dürfte. Herrlich. Aber ein nettes Häuschen für Wario gibt's doch auf jeden Fall. Ich hab den. Ich bin. Hab ich vor lauter Euphorie hier gleich mal Bekanntschaft mit dem lieben Herrn Abgrund gemacht. Nicht sehr schön. Sehr feindselig dieses Spiel. Gut, dass wir einen Checkpoint gezahlt haben, sonst hätten wir jetzt ein Problem, könnten wir mal von vorne anfangen. Was nur bedingt schön wäre. La 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 la, hoch 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 hoch. Was hier? Nee, wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ach, blöder Hund bin ich, Mann. Ist ja schon aus. Der Geheimgang war das ja schon. Ja, ja, gehen wir mit 10 Münzen ins Ziel. Nee, nicht mal 10, den muss ich auch noch bezahlen. Oh, da regen sich jetzt manche auf. Guckt mal, ich habe keine einzige Münze und gehe ins Ziel. Bin ich nicht crazy drauf? Ah ja, dann wollte ich gerade sagen, hä, Bonusspiel mit 0 Münzen? Ist ja ein bisschen blöd. Das müsst ihr mir erstmal nachmachen. Ein Level ohne Münzen. Ich bin so gut. So, Puzzle Woods. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr, Freunde. Und sehe, für das Level haben wir noch Zeit. Das ist Level Nummer 35. Hier gibt es keinen Schatz und auch keinen Alternativausgang. Da können wir gemütlich durchspazieren. Und das kriegen wir auf jeden Fall in diesen Part noch lockerst rein. So, der Zug setzt sich schon wieder in Bewegung und fährt uns, was weiß ich, wohin. Vielleicht nach Frankfurt. Vielleicht auch nach München. Vielleicht auch nach Erkenschwick. Dessen Name ich sehr lustig finde. Gibt's hier oben noch was? Außer diesen blöden Vogel? Glaub nicht. Naja, ein Münzchen für mich. So, sind wir wieder im Waggon. So, den Checkpoint bezahle ich nicht. Das Level ist bisher recht einfach. Das heißt anstrengen jetzt. Weg. Juhu! Ich juck die Nase. Entschuldigung. So. Zack, zack, schock, schick, schack, duck, duck, duck. Die Levels finde ich ja ganz amüsant hier mit diesen Bahn. Zugfahrtdinger dann. Macht Spaß. Da gibt es wesentlich nervigere. Entschuldigung. Schneller! Ah, das dauert mir zu lang. Juhu! Das geht ja ab wie Pommes. Ah, wieder ein komischer Enderisch. Juhu. Schwuppdiwupp.
Ach, das klappt alles so schön grazil hier im neuen Jahr 2011. Mehr oder weniger. Immer noch nicht fertig, das Level. Leute, guckt mal auf die Uhr. Ich muss den Part fertig kriegen. Ja. Und schon bezahlt. Das läuft. Schwupps. Ich weiß, ich werde es bereuen. Natürlich werde ich es bereuen, dass ich jetzt wieder. Ah, Geld. Gut, soweit. Oh, noch besser. Jetzt haben wir wieder hier das Schicksal nicht herausfordern, aber ich riskiere es. Im Notfall haben wir halt nur 100 Munzen. Ja! Jetzt habe ich mal auf meinen Bauch gehört und nochmal rechts. Ach, so schön. Können wir diese Session wenigstens mit einer anständigen. Ja, voriges Level, keine einzige Münze. Jetzt haben wir wieder schön ausgeglichen. 400. Damit sind auch die Kritiker besänftigt. Persönlicher Abschluss. Und wir beenden mit 3000, 582 Münzen diesen Part. Das nächste ist auch schon das Endboss-Level. Aber ja. Wir machen es spannend. Ob das gelingt, wer weiß, das erfahren wir erst im nächsten Part, wenn wir uns wiedersehen. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Ich versuche es so bald wie möglich zu machen. Bis dahin wünsche ich euch was und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Wario Land. Bye bye.